Und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2. Ich habe ja vor kurzem den ersten Teil gespielt. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, ist es auch schon alles auf YouTube. Ich werde das wahrscheinlich irgendwo verlinken. Ansonsten will ich jetzt sagen, ich habe das Spiel seit 4 Monaten. Ich habe das damals im Christmas Tale aufgelesen, zusammen mit dem ersten Teil. Und ich habe jetzt endlich Lust, das zu spielen. Ich habe eigentlich schon länger Lust, das zu spielen. Und geht das jetzt so weiter? Let's do this. Was? Kann... Okay. Wenn man zu lange nichts macht, dann macht das Spiel selber was. Okay. Neue Datei. Oh, kann ich die Musik etwas leiser stellen? Options. Na, das bringt nichts. Aber ich kann es ja eh hinterher bearbeiten. Ist nur etwas blöd für mich. Und es ist ein bisschen mit der Steuerung. Ich habe das vorher noch eingestellt, aber... Diese Farben, die angezeigt werden, sind nicht hilfreich. Story select. Hero zuerst. Sigma Alpha 2 heading due south over the city. We're en route. Everything's a go. This is Control Tower. We have you on radar. Report cargo status of captured hedgehog aboard. Over. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? Then copy. Hedgehog over. Is gone. He's taken out everyone aboard and... What's wrong? What in the Come world? In. Over. Freeze! What do you think you're doing? Get that hedgehog! Talk about low-budget flights! No food or movies! I'm out of here! I like running better! Jetzt kommt die Soundtrack-Explosion. Nach Live and Learn. Attention all units. Suspect seen heading south. On all major roads, capture the suspect. At the speed of sound. Ich sing lieber nicht dazu. Ah, dafür hatte ich nicht genug Speed. Oh Gott, nee, nicht Omo Chao, bitte. Ah, okay. Steuerung funktioniert eigentlich fast komplett wie in Adventure. Ciao in Space 2. Warte, kann ich? Was ist das? ETF? Was geht hier ab? Okay, das funktioniert. Da geht's nicht lang, okay. Ich dachte, wir hätten mehrere Pfade. Sah so für einen Moment so aus. Was? Was sind das für Dinger? Kann ich da hoch? Nice.
Ich bin mal gespannt, wie der Soundtrack noch so wird. Ich kenne eigentlich nur Live and Learn und City Escape. Ich glaube, mehr ist da nicht. Also was ich kenne. Da ich das Spiel ja noch nicht gespielt habe. Okay, das ist neu. Aber das ist etwas, was Sonic 06 auch versucht hat und mich auch nicht so wirklich gut umgesetzt hat. Meine Zeit ist wahrscheinlich auch super schlecht. Okay, what? Da dreht sich die Steuerung gleich mal um. Ey, da war Big. Ich hoffe, er wurde überfahren. Wer die Big Parts gesehen hat, weiß warum. Just made it. Ja. Ich glaube, Sonic Adventure 2 war das erste mit diesem Ring, ne? Also Sonic Adventure ist etwas anders. This game of tag is boring. I'm out of here. Finally decided to show up, eh? Okay, bring it on! Fire Troop Bigfoot reporting to headquarters. Intruder has been located. Copy that. Ist auch geil, wenn der Timer schon anfängt, während die Cutscene noch läuft. Kannst du bitte... Warum? Ich verstehe das noch nicht so genau, aber erst bei 50, also das sollte gehen. Okay. Das sollte ich vielleicht vermeiden. Was mache ich denn die ganze Zeit? Ah, okay, warten, bis er alles abgeschossen hat. Nice.
Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Warum? Was war denn daran bitte nicht aufs Cockpit? Ich verstehe es nicht. Manchmal, wenn ich angreife, klappt und manchmal nehme ich Schaden. Einmal noch. Hey guy, take care. Ich habe das jetzt nicht so hundertprozentig verstanden. What? It all starts with this. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald! Now I know what's going on! The military has mistaken me for the likes of you! So, where do you think you're going with that emerald? Say something, you fake hedgehogs! Chaos Control! He must be using the Chaos Emerald to warp. In the shadow. I'm the world's ultimate life form. There's no time for games. Farewell. Good. Shadow. What is no, that? Stay where you are. Huh? Keep your hands up. Not again. Just let it go. You just don't know when to give up. Do you? What are you talking about? That emerald's mine. You got that? The Master Emerald contains special powers that neutralize the energy of the Chaos Emeralds. That makes it very powerful. What the? What? Thief! Look who's calling who a thief. I came here following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald, isn't you? It? Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I guess I can use it for something. I'll just take it with me. Farewell, knucklehead. Not if I can help it. Ah! What? What was that all about? And look what you did to my emerald! I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Doesn't matter. I'll look into it once I get back to the base. I despise anyone who...